Herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos über Stargate Maps für Counter-Strike. Heute präsentiere ich Ihnen eine Stargate Atlantis Map für Counter-Strike Global Offensive. Die Map ist schon ab dem 3. November schon online und habe in den Tagen danach immer ein paar Updates rausgebracht und die Map läuft im Moment auf der Beta-Phase, aber stabil und ich hoffe, dass Leute noch mehr Bugs finden, die ich dann halt noch patchen kann, und ich hoffe, dass eines Tages die Map dann komplett final gestellt werden kann. Die Map hat ungefähr, ja sagen wir mal, ein halbes Jahr habe ich am Konzept gearbeitet, oder anderthalb Jahre eher gesagt, insgesamt, wenn ich jetzt noch andere Sachen dazu rechne, wie das Erstellen von Sounds, Texturen und so weiter. Ich habe mir entschlossen, ich habe mich entschlossen, die Map so aufzubauen, dass es fast parallel gleich ist zu der Serie. Natürlich war in der Serie immer so eine Sache, weil die haben Räume benutzt, beziehungsweise die haben immer dieselben Räume benutzt, nur haben das nur anders dekoriert, sodass es halt so aussah, als wäre es ein anderer Raum. Und ich musste dementsprechend auch die Räume ein bisschen verteilen, sodass es ungefähr gleich ist. Ich zeige Ihnen erstmal mal ein paar Fotos über wie sagen die Konzeptart, die ich auch bekommen habe, und ich hoffe, dass ich so einen kleinen Einblick verschaffen kann, wie ich euch zeigen kann, was da wirklich für eine Arbeit da steckt. Gut, ich gehe jetzt mal auf Bilder. Weiß ich, was hier war? Nee, das war hier nicht. Kleiner Moment. Das gehört alles noch zum Pegasus-Projekt. Ja. Jetzt haben wir schon mal ein paar Fotos. Gucken. Ah, nee, das ist nicht das. Hingucken. TWP-Projekt, was ist das? Ihr habt da verschiedene Projekte. Aber das war es, glaube ich, auch nicht. Oder? Ja, doch, das war es. Ja, ich habe natürlich sehr viele Fotos gemacht von Räumen und so weiter und von Deko-Sachen. Und wie man hier sehr schön sehen kann, kann man schon ungefähr so Umrisse sehen. Das war jetzt, das ist auch von Atlantis. Ich muss eben kurz gucken. Ich habe viele Fotos, sowie auch hier Gate-Adressen, wo die ganzen Symbole in Namen angezeigt werden und als Symbol. Ja, das hat mir halt alles ziemlich viel gebracht. Ja, behind the scenes, so ein paar Bilder, wie das hinter den Kulissen aussah. Ja, das hat mir natürlich auch sehr geholfen, ungefähr alles so ungefähr nachzubauen. Ja. Sämtliche Strukturen von Gängen und so weiter. Und halt noch andere Bilder von den Folgen. Sowie als auch Sounds und so weiter. Ich habe hier zum Beispiel nur Bilder mit Atlantis-Räume. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel, was ist das denn, Empfangen? Sagt mir jetzt nichts, was das für ein Raum ist. Anscheinend sieht das aus wie eine Quartiere, so ähnlich. Ein Case Labor sieht man hier hinten. Ja, also natürlich, ja, wie soll. Es bringt halt, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man solche Bilder hat, nur die man zugeschickt bekommt. Da kann man ungefähr nachbauen, wie welcher Raum so aussieht. Also so Staffel 5 zum Beispiel hier, Woolseys Büro, der Kontrollraum, Konferenzraum. Nun ja, ich hoffe, dass euch die Map gefällt. Die Map ist allerdings schon online in meinem Workshop. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Objekte. Das ist die Map. Ja, also, man kann schon sehen, ich wurde schon gut gedownloadet. Ja, und auch schon ein paar unserer Fabriken gesetzt. Bewertung habt ihr jetzt auch schon 69. Naja, ich zeige euch das alles jetzt mal. Ich habe eben auch schon ein paar Aufnahmen gemacht, da hat die Map auch nicht so funktioniert, so wie ich es gerne haben wollte, und ich hoffe, dass es jetzt damit jetzt getan ist. Ich weiß, der Sound ist ein bisschen laut, deswegen werde ich den Sound ein bisschen leiser stellen jetzt. Wir spielen auf einem Bot Workshop. Wir spielen aus. Wir sehen nochmal.
los, mache ein Gelegenheitsspiel. Allerdings ohne Bots. Ja, wie man hier schon sehen kann, ist der Ladebildschirm schon da. Ich habe eine Map-Beschreibung hinzugefügt, auch die Aufgaben, die man machen muss, welche Version die Map hat. Die Mini-Radar ist hinzugefügt, Wegpunkte für Bots sind da, wo ich allein schon für die ganzen Updates schon immer wieder Wegpunkte geändert habe und hinzugefügt habe. Und ja, aber das zeige ich euch. Ja, wir befinden uns hier auf dem Genii-Planeten, wo die Terroristen spawnen. In Klammern Genii. Ja. Ich habe den Außenplaneten jetzt nicht so groß gemacht, da natürlich auch ich Begrenzungen habe, beziehungsweise ein Limit habe, wie groß die Map maximal sein kann. Und deswegen habe ich einfach mal zwei Häuser gemacht, wo man auch reingehen kann. Und, halt als Grundspawn für die Terroristen. Ja, ich warte jetzt, bis das Gate ausschaltet. Dann können wir dann mal noch durch. Ja, wie man schon sehen kann, der Kavush habe ich auch natürlich überarbeitet, sowie den Ereignishorizont und auch die Gate-Texturen. Habe ich auch alle neu bearbeitet und ja, ich würde sagen, gehen wir mal durch nach Atlantis. Gut, wie man hier schon sehen kann, befinden wir uns jetzt hier im Wurmloch nach Atlantis. Natürlich außerhalb des Radars. Und kommen in Atlantis. Natürlich mit Offer Activation Sound. Das ist außer mir ist der Verbindung von außen. Ja. Ja. Bewegen wir uns einfach mal ein bisschen. So. Wir befinden uns jetzt auf dem Balkon von Atlantis und können jetzt die Stadt unter uns sehen. Ich habe die Gebäude alle remaked. Das heißt, ich habe alle Gebäude neu, komplett neu überarbeitet. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen realistischer aussieht. Natürlich sind das alles Models. Ja, ich habe die Objekte alle gebrushed. Für Mapper, die sich mit auskennen, wissen, was ich meine. Und habe dann dieses Brushwork dann halt zum Model umgewandelt. Mit einem speziellen Programm. Gut. Hier befinden wir uns jetzt im Konferenzraum. Ja, wo sich das SGA-Team immer zur Besprechung trifft. Und ja. Befinden wir uns im Kontrollraum, wo allerdings keine Aktionen verfügbar sind, sodass man, also man kann das Gate nicht von hier aus steuern, sondern das Gate wählt automatisch an, sobald hinten auf dem Genii-Planeten jemand spawnt. Das habe ich deshalb so gemacht, weil die Map verfügt auch über einen Deathmatch-Modus und das ist passend, weil die Leute spawnen überall da, wo Wegpunkte sind. Und da auf dem Genii-Planeten auch Wegpunkte sind für die Bots, spawnen auch ab und zu welche da. Und da hinten kein DRD ist, habe ich mir überlegt, dass das Gate dann automatisch anwählt, sobald da hinten jemand ist. Allerdings von hier aus zum Genii-Planeten, das geht nicht. Halt wegen dem Bots und auch von den Limit, das ich habe. Also ich kann die Map jetzt nicht mit unbegrenzten Triggern ausstatten, sodass man einfach alles machen kann. Ja. In der Kontrollraum halt. Und Dr. Wees Büro, beziehungsweise Woolsey's Büro in der Abstaffel 5. Ja. Wenn ihr die Map abonnieren wollt, wird es eine Zeit lang dauern, auch mit dem Download, da die Map sehr groß ist in der MB-Zahl her. Weil halt sämtliche Models, Texturen, allein die Spiegelungen sind drin, Sounds und auch sämtliche andere Sachen. Deswegen expandiert halt die Größe der Map halt dementsprechend. Wie manche schon sehen können, habe ich in die Map natürlich einen Grafikfilter eingebaut. Das sieht vielleicht deswegen, dass es so leicht verschwommen wirkt. Das ist halt, habe ich auf einigen CSGO-Maps gesehen und habe mir das dann auch dementsprechend auch angeeignet und habe das dann dementsprechend auch hinzugefügt. Gut. Bewegen wir uns nun mal in die Jinji-Jumper-Bucht. Da zeige ich euch dann auch ein paar Sachen. So, wir befinden uns jetzt hier in der Jumper-Bucht in der ersten Etage.
Die Paddelnummer habe ich allerdings nicht erstellt. Die habe ich gefunden gehabt und habe. Leider ist der Autor der Paddeljumper unbekannt, deswegen konnte ich leider den Autor auch nicht fragen, beziehungsweise auch nicht in die Credits mit einfügen. Ja, aber es passt sehr gut in die Map hier. Natürlich sind die Paddeljumper ein bisschen in Übergröße, aber ich wollte halt reale Jumper einfügen, da ich hatte vorher alte Jumper drin und die Leute haben gefragt, nee, die Map sieht so gut aus, aber die Paddeljumper sehen nicht so gut aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann nehmen wir bessere Jumper. Ja. Gehen wir mal in die zweite Etage. Alles ein bisschen leise hier, wie ich gehe. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der zweiten Etage, da haben wir bucht. So, ab hier geht es ja nicht mehr weiter. Ich würde euch nicht empfehlen, da durchzugehen, weil es kann sein, dass ihr vielleicht zwischen Model und der Wand halt stecken bleibt. Deswegen habe ich auch die Wegpunkte der Bots bis maximal hier hingemacht, sodass sie sich halt nicht in diese Gegend bewegen. Ja. Können wir eigentlich wieder. Dasselbe gilt auch auf der anderen Seite. Und ja, gehen wir mal wieder nach unten. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal zum Stuhlraum, zum Chair Room, wo die Bombe B geplantet wird. Da folgt man einfach den Pfeilen. Ich habe sämtliche Wege halt markiert, die man gehen kann, wo es dann zu A und zu B geht. Ja, wie man sehen kann, geht es geradeaus Richtung A und nach links geht es zu B. Und wir gehen jetzt mal zu B. Ja. So, dann befinden wir uns jetzt hier in den Korridoren. Es gibt zwei Wege zu B, links und rechts. Die führen aber beide zu einem Weg. Wir gehen mal links entlang. Von der anderen Seite kommt man dann halt auch hier raus. Auch hier wieder ein wunderschöner Ausblick auf die Stadt. So, hier befinden wir uns jetzt gleich in der ersten Lobby. Aber ich zeige euch jetzt mal einen alternativen Weg, den man gehen kann, falls der Weg zu B blockiert ist durch Bots oder durch feindliche Gegner. Ja, hier befinden wir uns jetzt nun in der Lobby. Ja. Hier werden auch meistens Kämpfe ausgetragen, weil der Raum ziemlich groß ist und dementsprechend auch viele Deckmöglichkeiten bietet. Und ja, zeige ich euch jetzt mal im Stuhlraum. So, das ist jetzt hier der Stuhlraum. Bombenzone B, wie man auf dem Radar gut erkennen kann. Hier wieder ein kleiner Balkon, Ausblick auf die Stadt. So, überall da, wo ihr euch hinhockt, um die Bombe zu beschützen, da werden sich auch dann auch die Bots dementsprechend hinplatzieren. Ich habe die Bots so realistisch wie möglich versucht zu navigieren und hoffe so, dass ich dann halt die Bots ja, realistischer gestalten kann dadurch. Von der Bewegungsart, wo die hingehen können, wo die was machen sollen und so weiter. Also alles das, was ihr auch macht, machen die Bots auch. Das heißt, die Bots lernen zwar jetzt nicht dazu, wenn ihr jetzt mal einfach jetzt die Treppe runterspringt, dass sie dann auch runterspringen, sondern da ich die Map schon mit sehr vielen Leuten gespielt habe und auch getestet habe, habe ich mir deren Bewegungsarten und Methoden natürlich angeeignet und habe dann versucht, die Bots dementsprechend nachzubauen, dass sie halt dann auch dieselben Bewegungen ausführen. Es gibt noch ein kleines Future hier im B.
Das zeige ich euch jetzt noch. Das müsste, denke ich mal, jedem bekannt sein. Mal ein bisschen schneller. Hier kamen wir eben her. Da sind wir nach links gegangen, jetzt mal nach rechts. Und zwar die Gefängniszelle. Die Gefängniszelle ist in der Serie auch ziemlich dunkel gestaltet im Hintergrund. Und in der Zelle ist es meistens immer hell. Aber ich habe ihn dementsprechend für die Farbe blau ausgewählt, da ich denke, das passt ein bisschen mehr zu Atlantis. Ja. Gut. Gehen wir wieder zurück. Wer ist denn hier im Kontrollraum? Ach ja, und was ich noch hinzugefügt habe, sind Teleporter. Die Atlantis-Teleporter, die kennt bestimmt jeder aus der Folge. So, hier haben wir nun drei Optionsauswahl. 1, 2 und 3. Die jeweiligen Punkte beziehen sich auf die Map. Das heißt, 1 ist der Gate-Raum, weil da der große Turm ist. 2 ist Bombzone A. Und 3 ist bei B, wo wir uns jetzt befinden. Ich gehe allerdings jetzt wieder zurück in den Gate-Raum. Ja. Wir begehen uns jetzt mal in Richtung A. So. Da geht es dann allerdings auch wieder nach unten. Das tut mir so leid mit den Spiegelungen, aber da ich die Spiegelung nicht kontrollieren kann, beziehungsweise sagen kann, was der alles spiegeln soll, passieren halt ab und zu ein paar Spiegelprobleme. Die kann ich aber leider nicht fixen, da die Engine selber die Spiegelung erstellt und ich darauf keinen Einfluss habe. A geht's da lang, wir gehen aber mal hier lang. Wir befinden uns jetzt hier im Untergrund von Atlantis, unter Wasser. Und das kann man auch sehr schön zeigen hier, sich am Fenster. Ja, man sieht also Blubberbläschen steigen auf, man hört im Hintergrund das Wasser rauschen. Den Raum kennt, denke ich mal, auch die meisten. Das ist der Raum, wo Rodney auf dem Plateau stand hier und von oben so eine Art Energieblitz runterkam, wo halt die DNS von Rodney verändert wurde. Ja, hier kann man auch wieder sehen, Fenster, Blubberbläschen und auch wieder ein Transporter. Alle drei Transporter kommunizieren miteinander. Das heißt, sollte irgendwo jemand einsteigen, schließen sich die anderen Türen, sodass halt keine Probleme auftreten, wenn zwei Personen gleichzeitig teleportiert werden. Das hier ist ein Forschungsraum von Atlantis. Ja. Also der hat jetzt eigentlich keine große Bedeutung, der Raum, dient aber auch als Spawnpunkt für Terroristen und CTs. Ja, wir gehen jetzt in Richtung A, wo sich die Energieversorgung befindet von Atlantis. Die meisten wissen, was das ist. Was die Energiequelle ist von Atlantis, und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, das kennt man schon einigermaßen, sieht aus wie bei B. Allerdings gibt es bei A hier in der Lobby einen kleinen Unterschied. Hier ist ein bisschen dunkler gestaltet, weil ich habe hier so gemacht, dass man sich hier gut verstecken kann, und da sich die meisten Spieler sowieso nicht ins Dunkle trauen, weil man halt keine Taschenlampe hat, werden die diesen Ort auch meiden. Ja, gehen jetzt mal hier. Man sieht schon, es sieht anders aus als bei B. Ja, wir befinden uns jetzt hier im ZPM-Raum, beziehungsweise Bombenzone A. Ich habe den ZPM-Raum deswegen so groß gemacht, weil kleine ZPM-Räume bieten sehr wenig Deckung und es wird halt auch alles ziemlich eng ausgetragen, die Kämpfe. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich dann halt einen größeren Raum verwende, und da hat sich eine Lobby eigentlich perfekt dazu geeignet. Wenn wir auch gleich auch nochmal runtergehen. Natürlich gibt es hier auch sämtliche Deckungsmöglichkeiten. Die Bots benutzen natürlich auch diese Deckungsmöglichkeiten, und ich zeige Ihnen jetzt mal so einen kleinen Sniperpunkt, wo sich die Bots auch meistens befinden, und zwar hier oben. Aber von oben hat man einen perfekten Ausblick auf die Bombenzone, natürlich auch von allen Seiten her. Und ich würde empfehlen, sobald man sich in den Bombenraum A befindet und die Bombe da gelegt ist, sollte man ab und zu mal einen Blick nach oben werfen. Ja, ansonsten sind hier natürlich auch sämtliche Deckungsmöglichkeiten für die Bots.
Und ja. Gut. Gehen wir mal nach unten. So, allerdings gibt es hier auch wieder einen Unterschied. Und zwar ist da hinten keine Sackgasse, sondern ich habe das hier frei gemacht, dass man auch von hinten rankommt. Das ist halt die Bombenzone A. Sieht man auch ganz schön, wir sind unter Wasser. Und ja, dann zeige ich Ihnen jetzt mal ein kleines Future, was ich noch mit hinzugefügt habe. Und zwar, sobald man die Bombe plantet, zeige ich jetzt mal. Ja, wie ihr schon gehört, Selbstzerstörungssound wurde aktiviert und man sieht unten, Self-Destruct has been activated und Self-Destruct in 83 seconds. Das heißt, man hat ab jetzt, seitdem der Text auftaucht, und ist genau 83 Sekunden Zeit, um zu entschärfen. Wenn man genau hinhört, hört man einen Hintergrund-Soundtrack von Atlantis, als die von dem Race belagert wurden. The bomb is taken down. So, das sollte jetzt auch eigentlich alles hell werden. Ja, der Himmel wird weiß. Perfekt. Ich höre auch hier wieder, das ist die Landesmusik, gehört einfach dazu. Und ja, das war's von meiner Vorführung. Ich hoffe, die Map hat euch gefallen und testet die Maps, spielt auch mit Bots. Man kann wunderbare Matches machen mit Bots, die sind alle perfekt programmiert auf die Map und laufen auch komplett durch das Gate und so weiter. Ich hoffe, dass euch die Map gefällt und hoffe auf mehr Abonnenten. Bis dahin. Oh yeah, right, let me.